Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen auf meinem Kanal Thomas der Gamer. Hier ist Thomas. Ich bin heute wieder mal alleine. Und wie versprochen, werden wir heute wieder mal ein Video für euch machen. Und zwar ist heute Häckseln angesagt. Ja, der Meister ist so schön gewachsen. Drum werden wir ihn heute dreschen bzw. häckseln. Und das Häckselgut geht bei uns auf LU-Hof ins Lager. Ja, wie ihr wisst, hatte ich ja auch schon gesagt gehabt, dass wir demnächst einen Stream machen. Ich denke mal bestimmt, dass das am Sonntag passiert. Und zwar am 13.10. Also wie gesagt, das Video kommt hoch auf dem Kanal. Und natürlich gleich ein Livestream, den ihr euch auch dann nochmal angucken könnt. Ja, also viel ist hier bei mir auf dem Singleplayer nicht passiert. Wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen Hopfen abgeerntet, Tabak abgeerntet. Und jetzt bin ich gerade dabei, Mais zu häckseln. Ja, schauen wir mal, was dann das nächste Video wird. Ich denke mal bestimmt Felder ansehen. Ja, das machen wir als nächstes dann. Nicht nur immer abernten und abernten, sondern auch mal schön ansehen. Und vielleicht kriegen wir auch bald unsere Tiere. Ja, wie gesagt, den Hof kennt ihr ja hier schon mittlerweile. Und die schönen Hofsilos kennt ihr auch. Oder Lager. Schauen wir mal, wie viel wir heute vollkriegen. Natürlich machen wir auch Silage. Ist ja auch kein Problem. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Zack. Und auf geht's. Die ersten 175.000 Liter. Ja, der Fahrtweg vom Hof aufs Feld ist immer riesig, weil wir können die Felder nicht irgendwo hinsetzen oder machen. Aber ich denke mal, ich werde bestimmt demnächst auch hier im Umkreis von dem Hof ein bisschen was anpflanzen oder ansehen, wie er das immer so schön sagt. Im Forstbereich müssen wir auch mal langsam was machen, damit wir natürlich unser Sägewerk in Gang kriegen, dann unsere Zellstofffabrik. Ja, wie gesagt, ich muss hier noch einiges machen. Entweder machen will ich das im Singleplayer alleine oder ich mache das mit meinem Team über den Multiplayer auf dem Server. Ja, heute ist wieder so ein schöner Tag auf der Multimap. Purer Sonnenschein. Da lohnt sich das doch, das Häckseln. Also lasst euch überraschen, wie lange wir heute häckseln. Nur wie gesagt, ich bin leider alleine. Der Fahrweg ist ein bisschen weit. Ja, ich wiederhole es immer wieder, weil ich die Map so klasse finde. Das ist die Multimap 2019 und die findet ihr natürlich bei Modhoster unter Vierfachmaps. Genauso wie unsere Fahrzeuge. Egal ob im Single oder auf dem Server. Findet ihr auch unter Modhoster.
Ja, ich hoffe ja, dass ihr bald mal ein paar Kommentare schreibt, was ihr nun so wirklich sehen wollt und was nicht. Ob er im Singleplayer oder im Multiplayer mit meinem Team zusammen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht ändern im Moment, dass ich jedes Mal alleine bin. Weil, wie schon das letzte Mal erwähnt, wir sind alle berufstätig, haben auch Familie. Und da können wir nicht so, wie wir wollen. Ja, wer vielleicht das mitbekommen hat, gestern hat Falk 134 auf seinen Kanal wieder gestreamt. Und wer genau hingehört hat und hingeguckt, der hat mich mitgesehen. Ja, ich war gestern mal bei Falk mit drauf. War ja für alle zugänglich, der Server. Hendrik war auch mit dabei am Start. Ja, und da haben wir Falk mit geholfen. Ich hoffe ja, dass es irgendwann einmal klappt, dass wir zusammen auf einem Server wieder sind. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das hatten wir schon einmal gemacht. Auf der NF Marsch. Da hatten wir, glaube, ja genau, da hatten wir Rüben gerodet und weggefahren. Na, Erich wartet immer. Übrigens, den habe ich aus der Arbeitsvermittlung. Der verdient sich hier ein paar Fähnchen nebenbei. Weil ich kann nicht alles alleine machen. Deshalb habe ich mir einen Erich geholt, der freut sich. Sitzt schön in sein Glas Jaguar. Fährt Feld hoch, runter. Und verdient sich ein paar Pfennige zu seiner Rente noch dazu. Beziehungsweise zu seiner Arbeitslosigkeit. Ihm macht das Landleben auch Spaß. Er fährt auch ganz gerne den Häcksler. Ja, was kann ich noch so Schönes sagen? Langsam fällt mir nichts mehr ein. Genießt einfach dieses Video. Wie gesagt, ich war ein Fan 1050. Da hat sich auch nichts dran geändert, weil auf dieser Welt brauchen wir große Maschinen. Ja, was kann man noch so Schönes sagen? Übrigens, wir haben es jetzt Samstag. Und wie gesagt, morgen, Sonntag, den 13. wollen wir höchstwahrscheinlich streamen. Ich hoffe, es sind viele dabei. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr viele Abos da lasst. Viele Daumen nach oben. Viele, viele Kommentare. Und natürlich vor allem die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal dabei seid, wenn wir was unternehmen. Egal ob im Multiplayer oder im Singleplayer. Wir würden uns riesig drüber freuen. Ja, unser Futter, Mischanlagen für Schweinefutter und Mischfutter sind auch im Gange. Das wollte ich euch eigentlich zeigen, aber naja. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir haben ja noch mehr Produktionsstätten hier auf der Karte drauf. Und wie gesagt, im Multiplayer sind wir ja auch bald da soweit. Ich kann leider noch nicht sagen, wann der Stream noch anfängt heute, beziehungsweise morgen. Und ob das überhaupt was wird, weil bis jetzt können nur drei Mann insgesamt
Das ist Hendrik, André und ich. Vielleicht haben wir das gute Glück und Leon kommt noch dazu. Und Sascha. Schauen wir mal, was der morgige Tag so bringt und gibt. Aber wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich möchte jeden zweiten Tag ein Video bringen. Und solange wie ich die Zeit noch habe, gebe ich Vollgas für euch. Und werde Videos drehen. Nur, wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal schreiben oder müsst mir sogar mal schreiben, was ihr überhaupt sehen wollt. Also auf dieser Karte kann man fast alles machen. Auch Forstbereich. Mache ich zwar ungern, aber da werden wir höchstwahrscheinlich dann im Multiplayer machen. Weil da läuft ja das Sägewerk schon. Ich denke mal, demnächst werde ich die Zellstofffabrik in Gang bringen. Damit wir da auch mal weiterkommen. Und die BGA werden wir höchstwahrscheinlich auf Multiplayer machen. Weil alleine, seht ihr ja selber, da bräuchte ich ja noch jemanden, der schieben tut. Und ich kann nur ein Fahrzeug bewegen. Weil ich mag kein Curseplay und so weiter und so fort. Ich mache das hauptsächlich alles selber. Mit Helfer. Aber wie gesagt, ich muss ja die Zeit dafür haben. Auf jeden Fall freut mich das, dass ich wieder ein paar Abonnenten mehr bekommen habe. Und wie gesagt, es wäre schön, wenn es immer mehr werden. Würde mich riesig freuen drüber. Da weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Und wenn nicht, dann wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und was nicht, gebt mir mal einen kleinen Anhaltspunkt und wir werden sehen, ob wir das schaffen, euch glücklich zu machen mit dem, was ihr schreibt oder nicht. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon ganz doll auf unseren Stream und könnt euch ja jetzt sagen, was wir vorhaben, aber das soll eine Überraschung werden. Wie gesagt, es ist einiges dabei und ich denke mal, dass dieser Stream so ungefähr zwischen 3 und 6 Stunden dauern wird. Also wird es ein schöner, sonniger Sonntagnachmittag, beziehungsweise interessanter für euch. Wenn ihr natürlich, wie schon gesagt, A, den Kanal abonniert, B, die Glocke aktiviert, damit ihr auch regelmäßig wisst, was hier los ist auf dem Kanal. Und natürlich, lasst ein Like da. Darüber freuen wir uns am meisten. Ja, auch der Erich, der fährt hier Bahn ab, Bahn hoch, Bahn runter. Es ist immer wieder ein Genuss, neben Erich zu fahren. Am Ende stockt er zwar ein bisschen, aber das macht nichts. Solange wir alles abernten können bei so schönem Wetter, sollte das alles kein Problem sein. Ja Leute, ich bin auch gleich wieder voll. Dann nehme ich euch nochmal mit ins Lager, also Hoflager bei uns. Und dann werde ich auch schon wieder mal so langsam zum Ende kommen. Aber
aber das dauert noch ein bisschen. Deshalb, wie gesagt, meine Bitte an euch, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was nicht. Entweder im Singleplayer oder im Multiplayer. Ich, beziehungsweise wir, das heißt ich und mein Team, wir würden uns riesig freuen, von euch zu hören und zu lesen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ihr habt den Kanal schon abonniert, dann aktiviert die Glocke. Das ist ganz wichtig. Und somit verpasst ihr überhaupt nichts mehr, was auf dem Kanal ist. Ach ja, falls noch Fragen kommen, ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr ein Abo da lasst, dieser Kanal ist kostenlos für euch. Wir machen das vorrangig mit für euch, weil wir Spaß dran haben, euch zu zeigen, wie es im wirklichen Leben in der Landwirtschaft zugeht. Und naja, ich sag mal so, ich bin auch auf dem Land geboren, aber leider in der Stadt groß geworden. Ich glaube, wäre ich in der Stadt nicht groß geworden, wäre ich jetzt bestimmt irgendwo in der Landwirtschaft mit drin. Weil ich bin so fasziniert davon. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jo. So, da will ich erstmal einen Schluck trinken, damit ich wieder meine Sprache habe. Entschuldigung, wenn es stört. Jo, was kann ich noch so Schönes sagen? Wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, schreibt Kommentare, abonniert diesen Kanal, wenn es euch interessiert, was hier draus wird, wie es weitergeht, egal ob Single oder Multiplayer mit meinem Team zusammen. Wir sind auf jeden Fall für euch da und damit ihr das auch nicht verpasst, aktiviert die Glocke. Lasst Kommentare da. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Wir können damit leben. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Abonnenten, den wir bekommen. Und ich meine, hier, wenn ich alleine bin, rede ich nicht so viel. Und wenn wir Multiplayer dann auf dem Server streamen, dann sind ja noch andere Leute mit da. Und da wird das nicht mehr so eintönig, dass ich nur erzähle. Da erlebt ihr das mal, wie das hier bei uns so abläuft. Egal wie. Ja, was kann man noch sagen? Also mir fehlen langsam die Worte, wie ihr mitkriegt. Der Erich hat mich auch gleich wieder voll gemacht. Da kann ich dann gleich wieder abdüsen. Und auf geht's. Jetzt hat Erich wieder Pause. Und ich bin wieder am Fahren. Auf geht's ins Lager. Wie ihr seht, ich habe noch eine Menge vor heute.
Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Feld. Eigentlich wollte ich ja heute Stream machen, Mitternachtsstream. Aber wie gesagt, im Moment bin ich alleine. Ich meine, es würde ja was bringen. Aber für euch ist es blöd. Ihr seht den Häcksler nur, wenn ich in der Nähe bin. Aber ansonsten fahre ich ja nur ab. Und auf dem Häcksler sitzt Erich. Aber da redet ja auch nicht mit mir. So ist das bei uns. Also wenn wir hier genug Leute sind, denke ich mal ein kleinerer Wagen mit weniger Ladevolumen. So zwischen 50 oder sagen wir mal 40 bis 60.000 Liter. Und dann geht's ab. Dann habt ihr auch mehr davon, sag ich mal. Da kommt uns die Kollegen entgegen. Dann haben wir jemanden auf dem Häcksler sitzen. Ja, wie gesagt, das ist alles nicht ganz einfach alleine, aber es funktioniert komischerweise. Nur, ich sage euch auch gleich, die Tiere, das mache ich ganz zum Schluss. Wenn ich ein bisschen Vorrat habe bei mir auf dem Hof, in Silos oder Lager. Sonst fahre ich mich ja dumm und dämlich, auf Deutsch gesagt. So, jetzt noch über diesen Hügel. Dann wieder Berg runter. Und dann sind wir schon wieder fast auf dem Hof. Und das heißt für mich, für heute, werde ich dieses Video dann erstmal wieder beenden. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß an diesem Video. Ich weiß, leider konntet ihr nicht so viel mitkriegen. Weil ich saß ja nur auf dem Trecker. Aber das wird sich bestimmt bald ändern. So dass die restlichen Leute aus unserem Team auch mal wieder da sind. Und dann können wir auch mal wieder streamen. Oder Videos machen. Aber wie gesagt. Auf jeden Fall sollte geplant, also ist geplant für morgen ein Stream. Mit vielen, vielen Überraschungen. Jo. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir so treu bleibt. Hoffe ich mal. Auch wenn es euch manchmal nicht so gefällt. Aber sollte es euch gefallen, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Damit ihr nichts weiter verpasst, schreibt Kommentare dazu, was euch gefällt, was nicht, was wir verbessern können, was ihr gern sehen wollt, oder. Ich lasse euch eurer Fantasie keine Grenzen. Und denkt immer dran, wir machen so gut wie es geht, fast alles möglich. Ja, dann, wie gesagt, habt Dank fürs Zuschauen, für eure Kommentare. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare, egal ob positiv oder negativ. Gebt einen Daumen nach oben oder unten. Und in diesem Sinne möchte ich mich hier von euch auf dem Hof verabschieden. Wünsche euch noch was und sage bis zum nächsten Mal auf meinen Kanal Thomas der Gamer.
und habt noch viel Spaß. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Thomas. Tell me that you love me.